zurück. Heute ist für mich ein ganz besonderer Tag, denn in wenigen Stunden, Minuten geht bei JP auf seinem extrem erfolgreichen Channel ein Video online, wo es ganz speziell um mein Auto geht, sprich die RS4 Limo. Und wir haben schon länger darüber philosophiert, was wir mal zusammen drehen könnten. Und es waren auch echt viele Kommentare und Anfragen nach dem Motto, mach doch mal was zusammen. Und deswegen ehrt es mich natürlich ganz besonders, dass wir beide jetzt irgendwie zueinander gefunden haben. Nicht nur als Standnachbarn auf der Essen Motorshow, sondern halt auch euch ein paar coole Videos auf jeden Fall erwarten, die ein bisschen, also die werden wirklich extrem. Es wird auf jeden Fall noch eine krasse Sache. Es wird extrem krass technisch, weil das, was wir vorhaben, ist auch für mich in gewisser Weise Neuland. Ich will an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten, weil guckt euch lieber selber das Video an. Alleine, weil es wird komplett ein bisschen anderer Stil von Video sein. Und ich selber habe es noch nicht gesehen. Ich bin selber gespannt, wie es wird. Und freue mich auf jeden Fall tierisch auf die nächste Zeit. An der Stelle würde ich aber gerne auch noch mal ein bisschen Lob zurückgeben, weil der Stand von JP ist dieses Jahr auch wirklich, wirklich richtig, richtig gut geworden. Ich kann das ja zum Glück jeden Tag von hier aus beobachten und ich muss halt sagen, der Kerl kriegt es immer und immer und immer wieder hin, nochmal einen draufzulegen. Man darf immer nicht vergessen, so viele Projekte, wie der hat und was er schon alles gemacht hat, ist es natürlich immer schwierig für euch Zuschauer nochmal nachzulegen. Aber dieses Jahr auf der Essen Motorshow hat das definitiv geschafft. Ganz besonders in zwei Punkten. Ein Punkt ist einfach der Aufbau des Messestands an sich. Dieser längliche Stand mit dem Aufbau in der Mitte, mit den überhängenden Bannern, wie ihr gleich in dem Video sehen würdet, ist einfach eine Art von Messeaufbau, den ich persönlich noch nie gesehen habe hier auf der Essen Motorshow. Und wer sich dann dazu noch die Art und Weise der Banner anguckt, mit diesen ganzen, ich sag jetzt mal, gezeichneten Autos, das ist auf jeden Fall wieder schon eine Klasse für sich, die so schnell keiner nachmachen will. Ne? Dazu kommt, was für mich noch viel, viel wichtiger ist, sind die ganzen Autos, die auf dem Stand stehen. Er hat dieses Jahr den R8 stehen, den GTR, den Toyota GT86, den Golf 2 und den E30 und den KTM X-Pro. Das sind alles 6 Autos, die sind wirklich alle eine Klasse für sich und sind auch wirklich komplett unterschiedlich von dem Umbau her, von dem Style her und so weiter. Ich würde sagen, wir fangen mal an dem R8 an. Man kann das ganz gut sehen, wenn man jetzt von hier so rüber guckt. Seht ihr die 3 Autos? Vorne den R8, in der Mitte den GTR, hinten den GT86. Und selbst hier wird euch sofort auffallen, dass diese 3 Autos wirklich komplett unterschiedlich sind. Also er hat es wirklich geschafft, 3 Autos hinzustellen, die vom Stil her radikal unterschiedlich sind. Einmal den R8 vorne mit dieser krassen, ich sag jetzt mal, futuristischen T-Ron-Folierung. Ist auf jeden Fall schon mal ein richtiger Hingucker. Glaube ich, hat auch so noch nie einer gebracht. Dahinter dann der GTR mit so einer klassischen Digitaldruckfolie, so ein bisschen auf Retro gemacht. Und ganz am hinten natürlich der GT86, komplett anders foliert. Dazu noch einen 2JZ, ein Toyota Supra Motor drin, welcher ja in der Tuning-Szene wirklich extrem beliebt ist. Wo ich wirklich sagen muss, Hut ab, in kürzester Zeit diesen Supra Motor da reinzupflanzen und das Ganze auch noch lauffähig hinzubekommen. Denn ich habe selber gesehen, wie dieses Auto hier in die Halle reinfährt. Und es ist tatsächlich so, dass das alles von der Technik her funktioniert, fährt und so weiter. Also an der Stelle muss man wirklich sagen, stilistisch ist das schon wirklich die Oberliga, 3 Autos so krass unterschiedlich hier hinzustellen. Auf der anderen Seite wird es dann ein bisschen ich sag jetzt mal technischer und vom Stil her ein bisschen anders. Einmal ganz hinten den BMW E30 mit dem 6-Zylinder Single-Turbo drin. Das Auto wird ja wahrscheinlich, werden die meisten Leute schon am längsten kennen. Ist halt mit dieser Retro-Male-Folierung halt einfach auch geil. Dann dazwischen der KTM X-Pro.
ihr wisst ja bestimmt, dass ich selber auch einen besitze und hab da auch schon viel drüber gegrübelt, aber halt die Nummer mit den großen Felgen und einfach die Radabdeckung wegzumachen, das hatte JP mir schon vor Monaten erzählt, diesen Gedankengang, und er ist auch da wieder wirklich durchgezogen. Und am Ende steht jetzt hier halt dieser, ich sag jetzt mal, dieser Racer da, der mit den minden Akzenten halt auch wieder definitiv in den Buch ist. Ja, als letztes noch der Golf 2. Da ist zwar technisch gesehen nicht so viel dran gemacht, aber auch dort, man sieht es von hier gar nicht, sind etliche Teile in Carbon. Allerdings nicht in normalem Sichtcarbon, wie man es kennt, sondern die ganzen Teile wurde anschließend nochmal in Wagenfarbe lasiert, sodass jetzt zum Beispiel die Verbreiterung werden wir von hier aus gar nicht erkennen in Carbon, sondern die erkennt man nur in Carbon, wenn man wirklich hinkommt. Ja, das Ganze soll jetzt natürlich nicht zu schleimig rüberkommen, aber egal mit wem ich hier oben war, es hat sich ja wirklich jeder die Autos von JP angeguckt und es hat wirklich lückenlos jeder gesagt, das ist schon eine extrem geile Sache, weil einfach alle Autos vom Stil so krass unterschiedlich sind. Ja, ich denke, an dieser Stelle reicht das erstmal an positiven Worten. Ich selber bin wirklich extrem auf unser Video zusammengespannt. Ich freue mich auch extrem auf diese Zeit, weil das, was wir vorhaben, wird nicht ganz so einfach, wird auch ein bisschen gefährlich, wird auch eine riesen Herausforderung. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir das zusammen auf jeden Fall meistern werden. Und würde an dieser Stelle sagen, ihr bekommt jetzt noch ein paar Videos und Bilder von dem JP-Stand auf der Essen Motor Show 2018 beziehungsweise von den Fahrzeugen. Und dann sehen wir uns auch schon am Samstag wieder. Ciao! Einen kleinen Zusatz noch, den ich fast vergessen hätte. Ich selber bin ja so ganz krasser Perfektionist. Also jeder, der sich von euch meine Limo auf der Messe hier gesehen hat, wird ja sehen, da passt wirklich fast alles von vorne bis hinten. Und was ich gerade am coolsten an den Autos von JP dieses Jahr fand, ist, dass er auch dort wirklich, alle Autos sind wirklich richtig gut umgebaut. Also die sind alle top foliert, die sind alle top lackiert. Da fehlen keine Teile, da ist nichts los oder ähnliches. Das sind wirklich alles hochwertige Umbauten. Und deswegen auch gerade von mir vollsten Respekt und weiter so.